Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Die Qualität ist ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzellen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Was ist das eigentlich für ein Streit zwischen dir und dem Ritter? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Ritter sagt, du hast sein Pferd vergiftet. Ja, und das hat er auch. Halt die Klappe, Zornbold! Ha! Also lügt der Ritter? Pass auf, Mensch. Ich glaube nicht, dass dich das was angeht, also... Ist der schon gut? Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht, wo der Kerl ist. Ich lass dich wieder in Frieden. Eine dunkelblaue Tinktur. Sieht ungesund aus. Was? Nein. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau. Wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Wie konnte das passieren? Wer es auch war, meine Rache wird ihn vernichten! Ein Elixier gegen Haarschwund. Der Zwirbelbart auf dem Bild hat wohl einen Schluck zu... Weinbeeren. Ihr bitterer blauer Saft ist wider Erwarten sehr heilkräftig. Wundervoll. Eine Traumstimme behauptet, dass ich das Ende bringe, und schon begleitet mich ein Todesvogel. Rabe, nachdem du die letzten Tage für uns den Speer gespielt hast, hat Nuri mich gebeten, von nun an netter zu dir zu sein. Und? Schaffst du es? Ich versuche es. Du? Mal schauen. Wir sind den Kreaturen des Seers entkommen. Und haben einen weiten Weg zurückgelegt. Das Schicksal meint es vielleicht noch einmal gut mit uns. Jetzt liegt es wieder in unseren Händen. So, so, das Schicksal. Was ist das denn, das Schicksal? Der Wille der Götter. Und du kannst den Willen der Götter nach deinem Willen fügen? Nein. Aber wer fest genug an seine Ziele glaubt, dem helfen die Götter. Das dachte Isida sicherlich auch. Dein Zynismus hat sie nicht verdient. Was ich nur sagen wollte, noch jeder hat sich vor Satinavs unfehlbarem Blick beugen müssen. Hast du gesehen, ob uns diese Unholde noch folgen? Hast du sie nicht abgeschüttelt? Doch, ich denke. Womöglich aber auch nicht. Aber sie sind machtvolle Kreaturen des Seers. Ich habe während meiner Kundschaftsflüge keine Verfolger gesehen. Gut. Aber das muss ja nichts heißen. Verdirb mir nicht schon wieder die Laune. Erzähle mir mehr über Satinav. Man kennt ihn unter vielen Namen. Der 13-Gehörnte, der Unaufhaltsame, der Steuermann des Zeitenschiffs. Einst war er ein mächtiger Magier oder gar... Halbgott. Die Götter ketteten ihn zur Strafe an das Schiff der Zeit, weil er Herr über seine eigene Zukunft werden wollte. Das heißt, die Götter wollen nicht, dass man sein Schicksal selbst bestimmt? Wie Satinav sind wir Sterblichen Gekettete der Zeit. Dann werde ich diese Ketten eben sprengen müssen. Nuri glaubt, dass die Kreaturen des Seers böse Feen waren. Wieso hat er so viel mit Feen zu tun? Da fragst du wirklich den Falschen. Will er sie auch zu einer bösen Fee machen? Vielleicht. Siehst du den Balkonkasten dort oben? Am Haus des Zwerges? Ich sehe ihn. Darin befinden sich Einbären. Kannst du hinfliegen und mir einige bringen? Benötigst du Heilung? Bist du verletzt?
Nein, aber bei Verletzungen wirken sie Wunder. Für unsere weitere Reise sollten wir gut ausgerüstet sein. Also gut. Jetzt muss ich die Beeren nur noch ausquetschen. Wo fülle ich das jetzt rein? Gutes Gareta Bartblau. Zwerge verabscheuen Magie. Und sein Bartmittel bekommt er dadurch auch nicht wieder. Was willst du? Kannst du dieses garetische Barthaarmittel gebrauchen? Für ein paar Informationen gehört es dir. Zeig mal her. Garetisch? Bis ich wieder an Ordentliches komme, muss das wohl reichen. Also, was willst du nun wissen? Wohin genau ist der Forscher gegangen? Er brabbelte was von einer Höhle, nördlich einer großen Ork-Statue, bei einem roten See. Er konnte es gar nicht erwarten, dahin zu kommen. Sein Kobold hatte mir den ganzen Laden durcheinander gebracht. Wann ist der Feenforscher hier durchgekommen? Vor etwa einem Monat muss das gewesen sein. Wollte den Winter in den Blutzinnen verbringen. Ich habe ihn für verrückt erklärt. Sein Kobold hatte nur dreckig gekichert. Was macht ein Kobold bei einem Feenforscher? Woher soll ich das wissen? Es war ein ganz unseliger, bösartiger, hemmungsloser kleiner Kobold. Hässlich und gehässig. Mein Laden stinkt immer noch nach seinem vorlauten Mundwerk. Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Dann vielen Dank, Herr Zwerg. Komm, Nori. Wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe.